Schwere Pistole bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, da auch mit ein paar meiner Kollegen schwere Pistolen nehmen, da nehme ich es einfach mal an. Da ist auch für sie gilt der Schaden. Aber das erste, was ich mir gekauft habe, das für Maschinenpistolen, das war Ja, kein richtig Problem. schön. Na Ich gut, meine, das könnte auch nicht meine schlecht sein. Maschinenpistole, die ich immer habe, die mit 50 Schuss, die wir erst letztens bekommen haben, das ist ja genau die, wo der Schaden erhöht wird. Deshalb 50% mehr Schaden ist schon einiges. Okay, also muss man gucken hier. Die Darkstone Lounge liegt jetzt hier drin. Und gucken wir mal ganz kurz. Okay. Barmann, reden wir mal. Was darf sein? Irgendwas Interessantes gehört, was hier so abgeht. Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Es ist grün. Und haut Sie garantiert um. Außer Sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind Sie ganz tot. Noch etwas? Yeah, mehr Trinks. Ich nehme noch einen. Bitte sehr. Ich nehme es mal einfach mal so viel wie noch geht. Etwas? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin beeindruckt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand drei davon trinkt. Und wir wollen noch einen trinken. Noch etwas? Noch einen. Wie wär's mit was Besonderem? Das ist echtes vatarianisches Dunkelbier. Unverschnitten. Fragen Sie nicht, woher ich es habe. Ich bediene hier schon seit 8 Jahren. Ich habe nie gesehen, dass einer das trinkt und danach noch auf seinen Füßen steht. Noch etwas? Tun Sie es. Okay, was ganz Spezielles für Sie. Das ist kroganischer Schnaps, Rhinkohl. Wenn man das trinkt, schlägt danach jeder Geigerzähler Alarm. Soll ich Ihnen einen einschenken? Ja. Ja, verdammt, mehr von dem Zeug rein ins... irgendein Ding, wo mir reingeht. Ist Ihre Beerdigung, Kumpel. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Ich bin ein bisschen verschnupft. So. Und wir brechen zusammen. Und wachen auf dem Klo wieder auf. Ist denn sonst irgendwas passiert? Nö. Gut. Einfach mal, das muss ich einfach machen. Einfach mal. Aus Spaß. Hier können wir noch tanzen. Da ist der Barmann. Und ja, es geht noch weiter hier in der Dark Lounge. Moment. Ne, hier ist das Klo. Aber ich weiß, es geht noch irgendwo noch weiter. Ich glaube, es war noch mehr als dieses kleine. Nein, doch nicht. Ah, da ist noch einer. Hausmeister. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium. Getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique. Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Nähe. Moment, aber irgendwo. Ich weiß auch gar nicht mal, ob es vorm. Was darf sein? Okay. Ich möchte nichts, danke. Sie hat nichts Neues für mich. Wenn Sie sich's anders überlegen. Ich weiß auch gar nicht mal, ob es direkt
In der Bar war oder davor oder in der Nähe irgendwie. Weiß nur, dass er gesagt hat, dass es hier irgendwo ist. Die Leute wollen ihre Geschichte hören. Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerlund News. Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie Inspektor wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit? Damit Sie mich wieder in den Dreck ziehen können? Aber Shepard, Ihnen mögen meine Methoden nicht gefallen, aber wir stehen auf derselben Seite. Sie sind zurück. Sie sind eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000... Ich habe genug von Ihren unredlichen Behauptungen. Ja. Bam! Das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. Also damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Sie Mistkerl! Ich werde dafür sorgen, dass jeder in der Allianz das erkennt. Video prüfen. Haben wir es drauf? Gut. So. Aber. Moment. Da ich wirklich gerade nicht weiß, wo wir genau hin müssen, werde ich mal ganz kurz pausieren. Bis gleich.